Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Heute könnt ihr mich mal bei einem Full Day of Eating begleiten. Ja, und mein Tag startet wie gewöhnlich am Computer. Hier geht es erstmal die ersten Probleme zu lösen und E-Mails zu checken. Und dabei lasse ich mir in der Regel meine erste Mahlzeit schmecken. Die besteht in der Regel aus Hähnchen, Reis, Kartoffeln und Ei. Und dazu gibt es eine Portion Orangen. Warum das Ganze? Das ist auch gleichzeitig meine Pre-Workout-Mahlzeit. Das heißt, ich werde nach dieser Mahlzeit in ungefähr 2 Stunden trainieren. Und hier wollen wir einfach eine bestmögliche Verdaulichkeit gewährleisten. Deswegen gibt es in dieser Mahlzeit kein Gemüse, sondern Obst für Mikronährstoffe, das sich einfach besser verdauen lässt. Kohlenhydrate kommen hauptsächlich aus Reis, ein kleiner Anteil Kartoffeln ist drin. Protein zieht sich aus Hähnchen, das ist auch leicht verdaulich. Und ein paar Fette und Mikronährstoffe gibt es noch durch die Zugabe von Ei. Dazu das Allerwichtigste am Morgen für mich. Mein koffeinfreier Kaffee, da gönne ich mir immer 1,5 Liter, um einfach gut hydriert zu sein und weil es mir einfach verdammt gut schmeckt. Das heißt, für mich geht es jetzt hier los mit der ersten Mahlzeit und danach schwinge ich mich direkt in die Arbeitswelt. Falls ihr euch gefragt habt, was das hier für komische Lampen sind, vor denen ich mich hier morgens bescheiden lasse, das sind Tageslichtlampen. Die liefern eine ganz bestimmte Lichtintensität, die dem Tageslicht von draußen sehr ähnlich ist und gibt dem Körper einfach das Signal, wach zu werden, Cortisol auszuschütten und einfach den Tag-Nacht-Rhythmus zu stabilisieren. Das kann unheimlich dabei helfen, eure Schlafqualität zu verbessern und vor allen Dingen gut in den Tag zu starten und richtig wach zu werden. Diese Lichtintensität, wie gesagt, ist dem Tageslicht ähnlich. Es kommt nicht ganz ran. Im Idealfall geht ihr nach dem Aufstehen direkt an die frische Luft und tankt 10 Minuten bis eine halbe Stunde richtig aktives Tageslicht. Das wird euren Biorhythmus nochmal richtig nach vorne treiben und dafür sorgen, dass ihr viel, viel besser schlaft. Wenn es nicht anders geht, wie jetzt in meinem Fall und ich direkt an die ersten Verpflichtungen hier am Computer ran muss, dann kann es aber auf jeden Fall eine gute Alternative sein, mit solchen Tageslichtlampen zu arbeiten. Die kriegt ihr ganz einfach auf Amazon, kosten nicht viel Geld und sind eine super Sache, um eure Schlafqualität wieder aktiv zu fördern. Here we go. Es wird Zeit für meinen Pre-Workout. Heute stehen wieder 2 Trainingseinheiten bei mir an und bei der ersten jetzt am Vormittag gibt es eine ganz spezielle Kombi an Supplements, um hier wirklich alles aus dem Training rauszuholen. Fangen wir mal an mit Epic Pump. Mein absolutes Lieblingssupplement von Peak ist bei mir vor jedem Training mit dabei und sorgt einfach dafür, dass ihr einen gesteigerten Blutfluss im Training habt, einen verbesserten Nährstofftransport und sorgt vor allen Dingen für einen richtig dicken Pump. Die nächste Komponente, jetzt am Vormittag kann ich mir noch ein bisschen Koffein gönnen. Daher gibt es den Epic Rage dazu. Hier sind Stimulantien und Fokuskomponenten mit drin, die einfach dafür sorgen, dass ihr einen brutalen Tunnelblick im Training habt und die nötige Energie und den Fokus. Dazu gibt es auch noch Betain, ein Supplement, was von vielen gar nicht gekannt oder vernachlässigt wird. Ist aber eine super Komponente, die ihr Pre-Workout auch zu euch nehmen könnt, die auch nochmal sorgt dafür, dass ihr eine bessere Hydration habt. Das heißt, die Flüssigkeitsversorgung im Körper wird verbessert und auch außerdem eure Performance steigern kann. Das ist mein Pre-Workout-Stack am Vormittag und ich starte jetzt erstmal ins Training. Wir sind gerade mitten im Training. Brust und Schulter stehen heute bei mir auf dem Programm und Intra-Workout gibt es bei mir 60 Gramm Kohlenhydrate durch Glucofast, 30 Gramm ERAs im Geschmack Eisbonbon, meine absolute Empfehlung für euch, probiert es unbedingt mal aus, 5 Gramm Kreatin und eine Prise Salz, um hier im Workout auch perfekt abgedeckt zu sein. Es wird Zeit für meine Post-Workout-Mahlzeit. Nach dem Training gibt es bei mir standardmäßig Fisch, Reis und Kartoffeln. Ganz einfach deshalb, weil ich immer so riesen Hunger habe, ziehe ich hier feste Nahrung mit einem Shake vor. Fisch ist für mich super leicht verdaulich und meine Favoriten an Kohlenhydratquellen, Reis und Kartoffeln sind natürlich auch wieder dabei. Weil heute ein paar Kalorien mehr beim Training draufgegangen sind, als eigentlich erwartet, stocke ich das Ganze noch mit Maiswaffeln auf. Das ist immer dann eine super Option, wenn ihr unterwegs seid und merkt, oh, ihr müsst heute doch noch ein bisschen mehr essen als eigentlich gedacht. Denn die müsst ihr nicht abwiegen, sie wiegen immer gleich viel und lassen sich somit super einfach berechnen. Die habe ich immer für den Notfall dabei. Heute sind ein paar Kalorien mehr drauf gegangen, deshalb freue ich mich, es gibt heute wieder mehr zu essen. Und ich gönne mir jetzt hier erstmal meine größte Kohlenhydrat-Mahlzeit des Tages. Musik.
Nach dem Training gab es für mich noch einige Erledigungen zu machen und jetzt bin ich mittlerweile wieder zu Hause angekommen und freue mich auf Mahlzeit Nummer 3. Da steht jetzt für mich rotes Fleisch auf dem Plan. Ein absoluter Grundpfeiler in meiner Ernährung, der mindestens einmal am Tag bei mir Pflicht ist. Warum? Rotes Fleisch ist so ziemlich die nährstoffreichste Proteinquelle, die ihr überhaupt verzehren könnt. Das heißt für alle, die es gut verdauen und vertragen, auf jeden Fall eine klare Empfehlung, die mit einzubauen. Für mich steht jetzt hier erstmal Hüftsteak auf dem Plan. Als Kohlenhydrate gibt es dazu Kartoffeln und Reis. Und als Gemüsequelle habe ich mich hier für Grünkohl und Karotten entschieden. Auch beides super nährstoffreiche Gemüsequellen, die ich besonders gut verdaue. Von daher ergibt das hier für mich die optimale Kombination. Außerdem ist heute Samstag und am Wochenende ist bei mir auch Mittagsschlafpflicht. Ein absolutes tolles Werkzeug, um die Regeneration nochmal nach oben zu treiben. Demnach gönne ich mir hier zum Essen noch einen Kamillentee. Der kann nämlich durch das enthaltene Apigenin dafür sorgen, dass sich eure Schlafqualität nochmal verbessert und ihr einfach runterfahrt. Demnach gönne ich mir jetzt hier die nächste Mahlzeit, dazu den Kamillentee und danach haue ich mich erstmal aufs Ohr. So, ich bin zurück aus meinem Mittagsschlaf und habe hier nochmal ordentlich Kraft getankt und jetzt geht es hier auch direkt in meine zweite Pre-Workout-Mahlzeit. Die sieht genauso aus wie die erste, Hähnchen, Ei, Kartoffeln und Reis, um wieder bestmögliche Verdaulichkeit zu gewährleisten und bald ins Training starten zu können. Außerdem ist das die Mahlzeit, in der ich meinen ersten Schwung Supplements nehme. Falls euch da interessiert, was ich da alles wann, zu welchen Zeitpunkten und warum zu mir nehme, schreibt es gerne in die Kommentare und dann mache ich da auch ein extra Video für euch zu. Außerdem ein kleiner Tipp am Rande, meine Mahlzeiten würze ich alle mit Knoblauch und Ingwer. Das sind einfach so kleine Tiefkühlwürfel, die es in jedem Kaufland zu kaufen gibt. Super praktisch, weil ihr irgendwie nichts schälen, schneiden und sonst was müsst. Die Sachen sind abgewogen, 4 Gramm pro Portion und ihr wisst genau, ihr haut euch da 2-3 Würfel in die Mahlzeit. Das schmeckt einerseits super und auf der anderen Seite hat es auch viele gesundheitliche Vorteile. Knoblauch zum Beispiel hat enorm viele Vorteile auf euer Immun- und euer kardiovaskuläres System. Das heißt, es schützt zum Beispiel euer Herz. Und hilft auch, dass ihr nicht krank werdet. Ingwer auf der anderen Seite ist super, um die Verdauung zu fördern. Das heißt, gerade bei so großen Mengen in der Aufbauphase kann es enorm helfen, Ingwer in die Mahlzeiten reinzutun, damit hier einfach alles von der Verdauung viel besser funktioniert. Mein Tipp für euch, in jedem Kaufland erhältlich. Und ja, für mich wird es jetzt erstmal Zeit reinzuhauen und dann starten wir auch schon bald in die zweite Einheit. Ich habe jetzt hier erstmal noch einiges am Computer zu tun und das Wichtigste habe ich mal wieder völlig vergessen euch zu erzählen. Zu der Mahlzeit gönne ich mir jetzt hier auch meine zweite Portion Kaffee. Leute, ich bin auch ganz schön aus der Puste, denn wir sind in meiner zweiten Einheit angekommen und mittendrin. Vor dem Training gab es bei mir Epic Pump und Betain. Hier bewusst keine Stimulanzien mehr, um die Schlafqualität danach nicht mehr zu stören. Im Training gibt es wie gehabt Kohlenhydrate durch Glucofast, EAAs, Kreatin und eine Prise Salz, um das Training hier maximal zu unterstützen. Waden, Bizeps und Bauch stehen jetzt hier bei mir noch auf dem Plan und jetzt geht es hier nochmal durchzuziehen. Ich habe gerade meine zweite Runde beendet, der Tag ist überstanden und jetzt wird es hier Zeit, die Speicher nochmal ordentlich voll zu machen. Mahlzeit 5 und 6 stehen hier bereit. Nach dem Sport gibt es bei mir wie gehabt Fisch, Reis und Kartoffeln. Das hat sich seit einigen Jahren bewährt und wird sich in nächster Zeit auch nicht so schnell ändern. Für Mahlzeit 6 stehe ich dann heute Nacht nochmal auf, weil es jetzt schon wieder ganz schön spät geworden ist, stelle ich mir da einfach einen Wecker und haue mir die Mahlzeit dann nochmal schnell hinter. Die Mahlzeit ist auch extra so gestaltet, dass ich die halt besonders schnell essen kann und damit den Schlaf nicht groß störe, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mich jetzt hinsetze und erstmal anfange, einen großen Steak zu schneiden, beeinträchtigt das den Schlaf natürlich total und man wird total wach da. Die Mahlzeit überlebt keine 2-3 Minuten, von daher ist das überhaupt kein Problem für mich. Das ist mein Spezialmilchreis. Der besteht aus gekochtem Reis, Caseinproteinpulver. Außerdem sind noch Flohsamen dran, um eine gute Ballaststoffquelle hinzuzufügen. Zimt, um die Kohlenhydrataufnahme zu verbessern. Und auch nochmal eine ordentliche Portion Himbeeren für einige Mikronährstoffe. Abgerundet wird das Ganze mit einem Spritzer Süßstoff. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich der Geheimtipp, denn das Ganze schmeckt fast genauso wie Milchreis. Ist eine Mahlzeit, auf die ich mich immer riesig freue, auch wenn ich sie in der Nacht genießen muss. Ja, das war der Full Day of Eating. Ihr habt gesehen, es geht einiges rein. Momentan bin ich so bei 6500 Kalorien ungefähr. Das ändert sich immer Tag für Tag, je nachdem wie aktiv ich bin, wie oft ich trainiere und so weiter. Das
Das heißt, kein Tag ist hier wie der andere. Im Prinzip ändern sich aber nur die Kohlenhydratmengen. Die Mahlzeiten bleiben ungefähr gleich und dann fülle ich die Kohlenhydrate immer, wie gesagt, einfach so auf, je nachdem, wie viel Aktivität ich habe und wie hoch mein Verbrauch dann dementsprechend an dem Tag ist. Das war der Full Day of Eating. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt einige Einblicke in meinen täglichen Wahnsinn bekommen. Die Makros blende ich euch am Ende nochmal ein, damit ihr alles nochmal genau nachverfolgen könnt. Und dann sage ich jetzt danke fürs Dabeisein und freue mich aufs nächste Video mit euch.